Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan für Vatican Media. Willkommen zur Live-Übertragung des Angelus-Gebets mit Papst Franziskus am heutigen Hochfest der Apostel Petrus und Paulus vom Petersplatz in Rom. Am Mikrofon für Vatican News begrüßt Sie Melanie Rosenbaum. Einen herzlichen Gruß an alle, die uns über die Website www.vaticannews.va, die Apps oder bei YouTube und unserer Facebook-Seite zuhören und zuschauen. Und insbesondere auch an alle, die uns über unsere Partnersender verfolgen. Wir sind verbunden mit Radio Horeb, Radio Maria Österreich und Schweiz, Radio Gloria und den katholischen Fernsehsendern EWTN TV und KTV Fernsehen. Herzlich willkommen. Sie finden später die Zusammenfassung dieses Angelus-Gebets und alle weiteren Infos über Termine, Aktivitäten des Heiligen Vaters Papst Franziskus, Texte der Ansprachen und Predigten auf unserer Homepage www.vaticannews.va sowie in unserem Newsletter, den Sie dort kostenlos bestellen können, oder auf unserer Facebook-Seite. Für die Römer ist das Fest Peter und Paul ein Feiertag, der Feiertag der beiden Stadtpatrone, Petrus und Paulus. Wenn die Kamera nachher schwenkt, werden wir sie auf dem Petersplatz auch links und rechts vor dem Eingang zum Petersplatz sehen können. Petrus mit dem Schlüssel und Paulus mit dem Schwert. Und ihnen zu Ehren hat Papst Franziskus heute Morgen auch schon den Gottesdienst im Petersdom gefeiert, die Heilige Messe, die sich jeden 29.06. auch dadurch auszeichnet, dass er an diesem Hochfest die Pallien segnet, die weißen Wollstolen mit drei schwarzen Kreuzen, die die Erzbischöfe, wenn sie ernannt sind, in ihrem ersten Jahr bekommen. Und so Papst Franziskus der Messe vorgestanden, er hat nicht zelebriert, aber eben vorgestanden und dann nachher jedem sein Pallium übergeben, was dann in einer feierlichen Feier in der Diözese später überreicht werden wird. Er hat in seiner Predigt schon die drei Tageslesungen ausgelegt, Apostelgeschichte, Paulusbrief und eben auch das Evangelium aus dem Matthäusevangelium, was er sicherlich gleich zum Thema des Angelus machen wird. Und was ihm besonders wichtig war, ist, dass wir uns für die Kirche engagieren. Nicht, dass wir gucken, was die Kirche für uns tun kann, sondern was ich für die Kirche tun kann. Nicht erst klagen, sondern teilnehmen und eine Kirche auf einem synodalen Prozess, auf einem synodalen Weg bedeutet, alle nehmen teil, keiner anstelle der anderen oder über den anderen. Und hat einen ganzen Einschub über das Alle gemacht. Alle heißt wirklich alle von allen Straßenkreuzungen, wie es das Evangelium sagt, die Blinden, die Tauben, die Gelähmten, die Kranken, nicht unterscheidend nach Gerechten oder Sünden, Sündern alle. Und das muss uns inspirieren, dass wir eine Kirche der offenen Türen sind und nicht eine offene Tür, um Leute rauszuschicken, sondern mit offenen Türen, um Leute einzuladen, sie zu empfangen, zu diesem Festmahl, zu dem der Herr uns einlädt. Auch wenn das für uns mehr Arbeit macht, aber es gibt keine Christen erster oder zweiter Klasse, alle sind eingeladen. Wenn Sie mögen, können Sie diesen Gottesdienst von heute Morgen auf dem YouTube-Kanal gerne noch nachschauen. Das Fest Peter und Paul, wie schon gesagt, in Rom ein Feiertag, die Römer haben deshalb auch Zeit, zu diesem Angelus zu kommen, ist nicht etwa der Todestag der Apostel, sondern erinnert an die vermutliche Übertragung der Reliquien in die Katakombe an der Via Appia, nahe bei der heutigen Kirche St. Sebastian. Und hier kommt auch schon Papst Franziskus ans Fenster und hören wir, was er uns zum Angelusgebet einführen möchte. Cari fratelli e sorelle, liebe Schwestern und Brüder, das Evangelium der heutigen Liturgie des Hochfestes der Patrone Roms berichtet von den Worten, die Petrus an Jesus richtet. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Es ist ein Glaubensbekenntnis, das Petrus nicht aufgrund seines menschlichen Verständnisses ausspricht, sondern weil Gott, der Vater, ihn dazu inspiriert hat. Für den Fischer Simon, genannt Petrus, war es der Beginn eines Weges.
Es sollte tatsächlich noch lange dauern, bis die Tragweite dieser Worte tief in sein Leben eindrang und ihn ganz erfasste. Es gibt eine Lehrzeit des Glaubens, die auch die Apostel Petrus und Paulus betraf, ähnlich wie bei jedem von uns. Auch wir glauben, dass Jesus der Messias ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber es braucht Zeit, Geduld und viel Demut, bis unser Denken und Handeln dem Evangelium voll entspricht. Der Apostel Petrus hat dies unmittelbar erfahren. Ausgerechnet, nachdem er Jesus seinen Glauben bezeugt hat und ihm Jesus dann ankündigt, dass er leiden und zum Tode verurteilt werden wird, lehnt er dies ab, da er es für unvereinbar mit dem Messias hält. Er sieht sich sogar gezwungen, den Meister zurechtzuweisen, der ihn seinerseits anfährt: Tritt hinter mich, du Satan, ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Denken wir mal nach. Passiert uns nicht auch dasselbe? Wir wiederholen das Glaubensbekenntnis, wir sprechen es voller Glauben. Aber wenn wir mit den harten Prüfungen des Lebens konfrontiert werden, scheint alles ins Wanken zu geraten. Wir sind geneigt, beim Herrn zu protestieren und ihm zu sagen, dass das nicht richtig ist, dass es andere, direktere, weniger anstrengende Wege geben muss. Wir erleben die Zerrissenheit des Gläubigen, der an Jesus glaubt, ihm vertraut, aber gleichzeitig spürt, dass es, der ihm glaubt, aber gleichzeitig spürt, dass es schwierig ist, ihm zu folgen und dass man versucht ist, andere Wege als die des Meisters zu suchen. Der heilige Petrus erlebte dieses innere Drama und er brauchte Zeit und Reife. Zunächst war er entsetzt über den Gedanken an das Kreuz, doch am Ende seines Lebens legte er mutig Zeugnis für den Herrn ab, bis hin zu dem Punkt, an dem er sich, der Überlieferung nach, mit dem Kopf nach unten kreuzigen ließ, um nicht dem Meister gleich zu sein. Auch der Apostel Paulus machte eine langsame Reifung des Glaubens durch und erlebte Momente der Unsicherheit und des Zweifels. Die Erscheinung des Auferstandenen auf dem Weg nach Damaskus, die ihn vom Verfolger zum Christen machte, muss als Beginn eines Weges gesehen werden, auf dem der Apostel mit den Krisen, den Misserfolgen und der ständigen Pein eines, wie er es nennt, Stachel im Fleisch zurechtkam, wie er es nennt. Der Weg des Glaubens ist nie einen Spaziergang, sondern erst für niemanden ist er das. Für keinen einzigen Christen. Der Weg des Glaubens ist nie ein Spaziergang, aber er ist anspruchsvoll und manchmal mühsam. Auch Paulus, zum Christen geworden, musste das vollends Christsein allmählich lernen, vor allem durch Zeiten der Prüfung. Im Licht dieser Erfahrung der heiligen Apostel Petrus und Paulus kann sich jeder von uns fragen: Wenn ich meinen Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, bekenne, tue ich das in dem Bewusstsein, dass ich immer wieder lernen muss, oder gehe ich davon aus, dass ich schon alles verstanden habe? Und weiter, lasse ich mich bei Schwierigkeiten und Prüfungen entmutigen, klage ich, oder lerne ich sie als Gelegenheiten zu nutzen, um im Vertrauen auf den Herrn zu wachsen? Denn er, so schreibt Paulus an Timotheus, wird uns allem bösen Treiben entreißen und retten in sein himmlisches Reich. Die Jungfrau Maria, Königin der Apostel, möge uns lehren, sie nachzuahmen, um jeden Tag, Tag für Tag, auf dem Weg des Glaubens voranzuschreiten. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Chancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, utini et ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, an quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Profidebimus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce ad eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, liebe Brüder und Schwestern, porto ogni giorno nel cuore, ich trage jeden Tag Ukraina, die liebe, gemarterte Ukraine im Herzen, die immer weiter von barbarischen Attacken geplagt wird, wie das, was gestern das Einkaufszentrum in Kremenchuk getroffen hat. Ich bete darum, dass dieser verrückte Krieg zu Ende geht. Und ich bitte, dass man weiter für den Frieden betet, ohne Unterlass. Dass der Herr die Wege des Dialogs öffnen möge, den die Menschen nicht wollen und nicht finden wollen und nicht finden können. Und die dem gemarterten Volk so viel Leiden zufügen. In diesen Tagen sind in Rom verschiedene Brände ausgebrochen aufgrund der hohen Temperaturen. Während in vielen Orten die Dürre ein großes Problem darstellt, das große Schäden in Landwirtschaft und Wirtschaft anrichtet, hoffe ich, dass man bald die nötigen Maßnahmen ergreift, um auch zukünftige Katastrophen zu verhindern. Dies alles muss uns zum Denken bringen über die Kultur des Geschöpfens. Und unsere Erde ist das Haus allens. Es ist keine Modeerscheinung, es ist eine Verantwortung. Die Zukunft der Erde ist in unseren Händen. Und es sind unsere Entscheidungen, die darüber entscheiden. Heute wird auf dem Platz St. Petersplatz verteilt werden die erste Nummer des Osservatore della Strada, dem Osservatore von der Straße. Das ist ein neues Monatsmagazin des Osservatore Romano der Vatikanischen Zeitung. In diesem Magazin werden die Letzten die Protagonisten sein. Arme, an den Rand gedrängte werden an Redaktionsarbeit beteiligt, die Schreiben werden interviewt, gestalten die Seiten und dieses Magazin wird gratis verteilt werden. Wenn einer von euch was geben möchte, kann er das natürlich geben, freiwillig. Aber nehmt es mit. Und es ist eine schöne Arbeit, die von unten kommt, die von den Armen kommt, als Ausdruck derer, die an den Rand gedrängt sind. An diesem Hochfest der heiligen Apostel Petrus und Paulus, die Stadtpatrone Roms, formuliere ich meine Grüße an die Römer, die in dieser Stadt wohnen. Und ich hoffe, dass viele in dieser Stadt eine gute Aufnahme finden können, die auch würdig seiner Schönheit ist. Roma ist wirklich schön. Ich erneuere auch meine Dankbarkeit der Delegation des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel geschickt von seiner Heiligkeit Patriarch Bartholomäus, an den ich einen herzlichen und brüderlichen Gruß richte. Ich grüße auch alle euch von Herzen, Römer und Pilger, die mit den Metropolitan-Erzbischöfen gekommen sind, deren Pallium ich heute gesegnet habe. Ich grüße auch alle Pilger aus den Vereinigten Staaten, aus der Tschechischen Republik, aus Berlin, aus London. Ich grüße die Firmlinge aus Barbara bei Ancona und die von Sagarolo. Sowie auch die Teilnehmer an der Pilgerschaft
von Aquileia, die von der, Vereinigung Romea Strata veranstaltet wurde. Und ich grüße natürlich die Jugendlichen der Immaculata. Und ich wünsche allen, euch allen wünsche ich einen schönen Feiertag. Bitte vergesst nicht, für mich zu beten. Gesegnete Mahlzeit und auf Wiedersehen. Und mit den Grüßen von Papst Franziskus zum Feiertag geht diese Live-Übertragung des Angelus mit Papst Franziskus am heutigen Hochfest der Apostel Petrus und Paulus vom Petersplatz in Rom zu Ende. Die Zusammenfassung finden Sie in Kürze auf unserer Homepage www.vaticannews.va und dort können Sie auch unseren Newsletter bestellen. Noch ein Hinweis zum weiteren Programm. Wir übertragen auch am kommenden Sonntag wieder das Angelusgebet und am kommenden Mittwochmorgen dann wieder die Generalaudienz, wie immer mit deutschem Kommentar, eine herzliche Einladung. Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört und zugeschaut haben, direkt über unsere Partnersender. Wir waren verbunden mit Radio Horeb, Radio Maria Österreich und Schweiz, Radio Gloria und den katholischen Fernsehsendern EWTN TV und KTV Fernsehen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Feiertag. Am Mikrofon durfte Sie begleiten für Vatican News Melanie Rosenbaum. Hier war Radio Vatikan für Vatican Media. Laudetur Jesus Christus. Musik